Mion, weiter geht's. Hoppala. Habe ich tatsächlich vergessen, jetzt mein Headset abzusetzen. Aua. Voll auf Schlüsselbein. Jedenfalls, Mion, weiter geht's. Sorry für die abrupte Unterbrechung des letzten Parts, aber Camtasia hat sich gemeint, mich hassen zu müssen. Weil wegen zu wenig Platz und so. Nee, ich bin jetzt genauso scheiße wie Fraps. Ja, so war das. Tap, 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 tap. Aber wollen wir uns nicht weiter drüber ärgern, sondern weitermachen. Und ich habe nebenbei ein kleines bisschen noch aufgeräumt. Zumindest was meinen Computer angeht. Ich sollte gleich wieder noch ein bisschen defragmentieren und sowas. Ah. Wenn wir mal reingehen. Rollololololol. Die wunderschöne Musik. Und keine Angst, es steigt jetzt kein Zombie da empor aus diesen Betten. Das wäre ja viel zu gemein. So, ja. Einmal das. Und auf der anderen Seite ist. Yay, rotes Kraut zum Mischen. Awesome. Ja, ich möchte dieses rote Kraut bitte haben. Danke. Und dann gleich mal miteinander vermischen. Dass ihr mich das jetzt immer fragt, ey. Dumm. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, da läuft ein Hans-Dieter umher. Naja. Ja, ich möchte das Feuerzeug haben. Das ist nicht nur ein Feuerzeug, das ist ein Seppo! Wow! So, was haben wir hier? Ah, noch ein paar schöne Sachen. Ich fühle mich irgendwie von diesem Elchkopf beobachtet. Schlimm. Jo, was haben wir hier? So, das hätte ja schon mal jemand gesucht. Ein Schalter zu sein. Ja, draufdrücken. Oh mein Gott! Das Wasser im Aquarium ist abgeflossen! Oh mein Gott, ist das schlimm! Ich ziehe das so richtig ins Lächerliche. Nee, nee. Und schieben. Schieb, du geile Sau. Explosivgeschoss. Sprengmunition. Ja. Oh, das ist ja nett. Nichts Besonderes. Irgendwo war noch Farbband. Das weiß ich. Ich bin doch nicht dumm. Naja, lesen wir uns das hier an. Vermächtnis des Forschers. Meine liebe Alma, die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Freude und Trauer gleichermaßen. Ich konnte mit dir nicht einmal reden, wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich einen Job im Labor einer pharmazeutischen Firma angenommen habe. Sie haben mich angeworben. Im letzten Monat gab es Labor einen Unfall und der Virus, den wir gerade untersuchten, konnte uns entweichen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, aus ihnen wurden lebende Tote. Sie wandern immer noch herum. Einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Zimmertür. Doch in ihren Augen ist kein Zeichen von Intelligenz mehr zu erkennen. Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit aus unseren Gehirnen. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor. Für immer und ewig. Und Alma, selbst die Erinnerung an die Tage, die ich mit dir verbracht habe. Ja,
Ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Aber ich konnte das Fortschreiten nur um einige wenige Tage verzögern. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt, anstatt dass ich zum lebenden Toten werde. In nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Leb wohl und für immer dein Martin Crackhorn. Irgendwie schon traurig. Irgendwie auch ein wenig heldenhaft. Möchte gern heldenhaft. Er wählt den Freitod, begeht Selbstmord, anstatt ein Zombie zu werden. Also das ist... Wow. Aber was ich erstaunlicher finde, erst nach diesem Brief weiß man erst... Oh mein Gott! Es sind Zombies! Also ich sag nur eins. What? Whatever. Ja, so ist das. So. Ich kann jetzt eigentlich in diesen einen Raum mal ganz kurz reinschneien. Um Dingsbums. Gibt's nämlich etwas, wofür ich den Suppo gebrauchen kann. Aber erstmal darf ich da da! Da da da! Knapp daneben ist auch vorbei, Jill. Aber egal. Ich hab's. Oh mein Gott, ein weißes Bild! Wie authentisch! Und wow! Boah, ich muss mir dieses Bild angucken. Muss anzünden! It's magic! Will ich haben. Das ist eine Karte der zweiten Etage. Ich nehme das jetzt mal an mich. Danke. Ich hoffe mal, der Weihnachtsmann war nicht da drin. Und sonst ist er jetzt gegrillt. Grillfleisch. Und jetzt ist da ziemlich viel Inventar drin. Sagen wir mal, eine Sache kann ich noch erledigen. Bevor ich nochmal kurz, Dingsbums, mein Inventar ein wenig erniedrige und alles in die magische Box lege. The Magic Box. Wow. Das hört sich so wow an. Und wir erledigen noch mal eine kleine Aufgabe. Dieser Raum ist ja jetzt offen. Awesome. Moment. Ah ja, okay. Au. Krähen. Schraut mich nicht so an. So, jetzt kommt einer meiner Lieblingsrätsel. Das Bild trägt den Titel Von der Wiege zum Grab. So, in diesem Raum finden wir jetzt allerhand Bilder. Was sollen wir jetzt wohl mit diesen Bildchen machen? Das Bild eines neugeborenen Babys. Ist ein Schalter. Möchten Sie drauf drücken? Ja.
Okay, eine falsche Bewegung, die Krähen greifen mich an. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob mich die Krähen wirklich angreifen, aber ich bin mir so sicher, dass wenn ich irgendwas falsch mache, etwas Schlimmes passiert. So, hier das nächste? Nee, da ist ein alter Sack. Ah, das ist hohl. So, was ist das denn? Das Bild zeigt einen lebhaften Jungen. Moment. Lebhafter Junge? Das war es, glaube ich, noch nicht. Und das? Was war das? Das Bild von einem Kleinkind. Das ist richtig. Diesen Schalter drücken. Und jetzt kommt der Junge. Ha, ich bin so intelligent klug. Unbelievable. So, wollen wir mal gucken. Was war das jetzt genau? Oder ich gucke mir erstmal nochmal die andere Seite an. Was da nochmal war. Oder nein, Moment. Sie lernt's nie. Schlimm mit dem Mädchen. Und dabei geht sie nach Sommerferien zur Schule. Meine Güte, das gibt's da nicht. Ein Bild mit einem jungen Mann. Das ist, glaube ich, das nächste, ja. So, drücken. Und jetzt das nächste ist das da. Das Bildnis eines müden Mannes im mittleren Alter. So. Ja, drauf drücken. Also man muss, die Bilder zeigen verschiedene Ebenen des Lebens an. Zuerst man ist man ein Baby, dann ein Kind, dann ein Teenager, ein Mann, dann schließlich ganz alt und grau. Das Bild eines verwegen aussehenden alten Mannes. AKA Hohl! Und drauf drücken. Und das ist das letzte Bild. Das Bild trägt den Titel Das Ende des Lebens. Ja, und damit endet das Rätsel. Wie das Leben mit dem Tod. Und wir haben das Sternenwappen bekommen. Gut. Und jetzt schnell weg hier. Die Raben gefallen mir nicht. Und gleich kommt noch Vincent Raven dazu und will mich verzaubern. Vor allem diese Musik. Lasst es mal auf euch einwirken. Ich habe jetzt extra nicht Pause gemacht, damit ihr diese Musik weiter betrachten könnt. Bewundern, betrachten, genau. Man kann Musik sehen. Logik. Whatever. Wunderschön. Da komme ich, glaube ich, noch nicht rein. Kann das? Nö. Geht noch nicht. Nun gut. Zeug einpacken. Zum Mitnehmen, bitte. Klee, das war dämlich. Klang dämlich, aber naja. So, immer die Kräuter da rein. Sprengmunition. Mal kurz da rein. Sternwappen. Wollen wir mal gucken. Was haben wir denn schon alles?
Sternwappen, Sonne, Wind. Das heißt, mir fehlt nur noch ein einziges. Okay. Okay. Dann. You know what? Kurze Pause und dann geht's weiter. See ya, guys!